Ich unterrichte seit 12 Jahren etwa und habe über 40 Lehrveranstaltungen unterrichtet und habe die immer evaluieren lassen und das war immer im grünen Bereich. Aber trotzdem, dass jetzt eine meiner Lehrveranstaltungen dann gleich zu den besten in der ganzen Fakultät gehört, das hat mich doch überrascht, zumal ja das Evaluationsniveau hier an der Fakultät recht hoch ist. Also ich bin natürlich dankbar, dass meine Arbeit gesehen und gewürdigt wird. Zum einen von den Studenten, die ja diese Evaluation so ausgefüllt haben und mir damit zeigen, dass meine Arbeit und meine Bemühungen bei ihnen ankommen. Und zum anderen auch durch die Fakultät ist natürlich auch eine Anerkennung. Also ich habe nicht allzu viele Hochschuldidaktikkurse besucht, sondern wenige und die richtigen. Und da habe ich schon gute Ideen mitgenommen. Also das eine ist Respekt und dass man sich mit Interesse und auf Augenhöhe begegnet. Und das andere, wo ich mich echt sehr bemühe, ist eine klare Struktur und eine klare Kommunikation, damit die Leute auch gerade die Erstsemestrigen sich gut orientieren können und klar zu kommunizieren, wie ist der Semesterplan aufgebaut, was sind die Lernziele und was sind dann am Schluss auch die Prüfungsanforderungen. Dann kann es auch helfen, eine Verbindung herzustellen zur Lebenswelt der Studierenden. Also das weiß man einfach aus der Lernforschung, dass wir Inhalte besser memorieren, wenn wir sie mit etwas verknüpfen können, was wir schon kennen. Und das ist im Bereich der germanistischen Linguistik, gerade hier in der Schweiz, aus meiner Sicht sehr gut möglich über Dialekte zum einen. Also das ist einfach linguistisch eine Schatzkiste, da lässt sich viel holen und da freue ich mich auch einfach wahnsinnig, wenn ich von den Studierenden Informationen einholen kann, die ich ja selber nicht habe. Und die Studierenden freuen sich, weil sie den Dialekt ständig verwenden und auch darüber nachdenken und sie freuen sich, mir Informationen geben zu können. Bei dieser Veranstaltung beim Forschungskolloquium Systemlinguistik. Da ist es so aufgebaut, dass wir vom Bachelor-Abschlusskandidaten bis zur Masterkandidatin, bis zum Doktorierenden, bis zum Postdoc, bis zu mir, jede Person in einer Sitzung ihre Forschungsarbeit vorstellt in einem Vortrag und aber nicht eine fertige Arbeit präsentiert, sondern das sind wie Werkstattgespräche. Also wir werkeln alle gemeinsam daran. Eine Person stellt ihr Thema vor und die anderen diskutieren mit. Sie beantworten Probleme, wenn sie können, aber wir legen auch den Finger auf den wunden Punkt. Wir wollen einfach auch nicht, dass Studierende mit ihren Abschlussarbeiten irgendwo in eine Sackgasse laufen. Also da geht es schon richtig zur Sache. Da wird auch substanziell kritisiert, aber eben auf eine Art, wie es konstruktiv ist und wie wir das Gefühl haben, alle, dass wir zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, hier was ganz Wesentliches. Und das ist so die Idee dahinter, dass wir eine gemeinsame Werkstatt haben, dass wir kollaborieren und dass die Einzelnen auch merken, erstens, die ganze Gruppe kümmert sich um mein Problem. Das ist, glaube ich, ein tolles Gefühl. Und zweitens, ich kann auch als Teil dieser Gruppe beitragen und hier im Diskurs mitwirken. Ja, ich bin einfach unglaublich dankbar, mit Studierenden in den Diskurs, in den Austausch treten zu dürfen, weil es mir auch Ideen gibt und weil es einfach auch die Forschung, die wir machen, ja auch legitimiert. Ja, also wenn man merkt, dass die nächste Generation auch Interesse an diesen Dingen hat und eigene Ideen mitbringt, dann gibt es unglaublich viel Motivation. Und dann natürlich auf einer zwischenmenschlichen Ebene, auf einer sozialen Ebene sehe ich das so ein bisschen auch als Coaching, also gerade im Bereich der Abschlussarbeiten. Das sind natürlich Stadien und Probleme, die ich alle auch durchlaufen habe. Und da macht es mir Spaß, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was abzugeben, dass andere davon profitieren können. Ja, da würde ich mich gerne der Dr. Niefenegger anschließen, die ja vor mir dieses Interview gehabt hat. Und sie hat mir aus der Seele gesprochen, als sie sagte, mehr Zeit. Das ist wirklich so das, wo der Schuh drückt. Aber eine andere Sache, die ich wirklich mir vorgenommen habe, ist Co-Teaching. Ich habe gerade ein bisschen von der Literaturwissenschaft und der Linguistik gesprochen. Die sind in der Germanistik eigentlich so relativ disparat, auch in der Forschung. Und dann ist es schwierig, in der Lehre das Fach als Einheit zu präsentieren. Daran arbeiten wir aber schon jetzt und daran möchte ich auch in der Zukunft mitwirken, indem ich ein Co-Teaching-Seminar mit einem Kollegen aus der Literaturwissenschaft anbiete.